Anbindungspunkt 8.2 Verwaltungszentrum Ferdinandplatz. Moratorium wettbewerblicher Dialogeinreicher ist Fraktion Freie Wähler. Wer ist derjenige, der es uns einbringt? Und Sie würden auch gleichzeitig, denke ich mal, Nietzsche, den Ersetzungsantrag mit einbringen. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich bitte Sie, aufmerksam zuzuhören. Sie werden hören, dass es sich lohnt, Anträge der Freien Wähler bis zum Ende zu lesen und auf deren Inhalt genau zu achten. Meine Damen und Herren, erinnern Sie sich noch an den Januar? Im Januar ein Neujahrsanfang nach dem anderen, Häppchen, wohlfeile Worte. Und ganz nebenbei zum Neujahrsempfang der Trewag am 10. Januar verkündet der Oberbürgermeister. Am 10. Januar verkündet der Oberbürgermeister, Dresden werden ab 2025 rund 200 Millionen Euro fehlen pro Jahr. Der Konzern Dresden werde in naher Zukunft 200 Millionen Euro Verlust pro Jahr einfahren. Wir brauchen neue Strategien, um mit dieser Zahlen umzugehen. So, Sie, Herr Oberbürgermeister, im Januar. Ebenso haben Sie gesagt, ich habe diese Summe bewusst zum ersten Mal öffentlich genannt, um zu verdeutlichen, dass wir vor großen Herausforderungen stehen. Der Millionenverlust drohe nicht, weil Dresden schlecht wirtschafte, sondern wegen sich ändernden Gesetzen und Rahmenbedingungen. 200 Millionen jährlich verkündet im Januar. Natürlich haben wir Freien Wähler uns Gedanken gemacht, wie wir mit diesem Fehlbetrag umgehen. Daraus folgte dann unser Antrag vom 29. Januar, der zwei Beschlusspunkte umfasste. Erstens, das Verfahren zum wettbewerblichen Dialog zum Verwaltungszentrum Ferdinandplatz bis zum Beschluss des Doppelhaushaltes anzuhalten. Und zweitens, den Stadtrat mit der Vorlage zur Haushaltssatzung eine komplette und detaillierte Übersicht über alle vom Stadtrat beschlossenen und bisher nicht umgesetzten Investitionsvorhaben vorzulegen. Im Januar ist der Oberbürgermeister zur Einschätzung gekommen, dass es nicht eilig wäre, sich über die Einnahmeverluste Gedanken zu machen. Wir waren anderer Meinung. Dann kam Corona, die Pandemie und infolge der Maßnahmen rund um die Pandemie weitere Einnahmeverluste. Herr Lammes hat heute gesagt, 115 Millionen fehlen allein dieses Jahr. Und wir wissen noch nicht, wie viel Geld es ist, was uns darüber hinaus fehlen wird. Wir sehen also, die finanziellen Mittel, welche die Voraussetzungen für Beschlüsse zu Investitionen der vergangenen Jahre waren, diese finanziellen Voraussetzungen bestehen nicht mehr. Das Geld fehlt. Und ein Großteil der zukünftigen Einnahmen ist schon verplant. Dann kommt noch hinzu, dass man viele Sachen von der Einnahmeseite her falsch kalkuliert hat. Zum Beispiel die Finanzierung von Verkehrsbauvorhaben falsch gewesen ist. Carola-Brücke als Beispiel. Blaues Wunder steht vor der Tür. Das ist teuer. Zahlreiche Hochbauten der Landeshauptstadt werden teurer als geplant, weil ein Bauinvest-Controlling, übrigens ein 15 Jahre alter Beschluss, bis jetzt immer noch fehlt. Ich kann noch weiter aufzählen, Kindertagesstätten, Schulen, Radwege, Klimaschutzprojekte wie das Pflanzen von Bäumen, heute auch nochmal auf der Tagesordnung. Zahlreiche Bedarfe sind finanziell einfach nicht abgesichert. Nun zum Neubau des Verwaltungszentrums am Ferdinandplatz. Wir befinden uns bei dem Projekt jetzt an einem Punkt, an dem es heute unserer Meinung ist falsch wäre, Stopp zu sagen. Im Januar wäre die Möglichkeit gewesen, da haben Sie es nicht so gesehen, die Allbedürftigkeit. Wir sind aber jetzt an einem Punkt, wo es sich sehr schlecht über dieses Verfahren diskutieren lässt, weil zum Beispiel wir Jurymitglieder alle der Geheimhaltung verpflichtet sind. Daher zitiere ich mal die Zeitungen der letzten Tage, explodierende Baukosten. Wäre etwas, über das man diskutieren könnte, wenn es denn so stimmen würde, stand zumindest in der Zeitung. Viel weniger Büro fürs gleiche Geld, beides Schlagzeilen der vergangenen Tage. Aber darüber entscheiden wir heute nicht, sondern diese Debatte führen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Wir diskutieren heute über unseren Ersetzungsantrag. Das ist dieser Ersetzungsantrag, den wir gestellt haben. Der Antrag, der im Wesentlichen eine Verkürzung des Antrages aus dem Januar ist. Und der Antrag, in dem wir uns als Stadträte mündig machen können, mündig gegenüber der Verwaltung, die uns einen Haushaltsentwurf
vorlegt. Denn schauen wir uns in die Augen, können wir uns alle fragen, trauen wir uns? Und unsere Antwort als Freie Wähler lautet, wir trauen uns. Und jetzt frage ich Sie alle, wollen wir schauen, was für Investitionsvorhaben die Landeshauptstadt für die nächsten Jahre noch geplant hat, was für Kostenschätzungen diesbezüglich da sind? Wollen wir alle aufgeklärte Stadträte sein, aufgeklärt und mündig gegenüber der Verwaltung, die Stadträte, die sich ihrer eigenen Unterlagen bedienen können in den nächsten Wochen und Monaten in den Haushaltsverhandlungen? Unsere Meinung ist, wir Stadträte brauchen für die Haushaltsverhandlungen eine fundierte Übersicht als Grundlage, was die Stadt sich noch leisten kann, welche Investitionen die Priorität haben und welche nicht. Und wenn Sie unserem Ersetzungsantrag zustimmen, den Sie per Mail erhalten haben, der Ihnen allen vorliegt, dann bekommen Sie genauso eine Übersicht, die Sie alle zu mündigen Stadträten macht, für die Haushaltsverhandlungen. Lassen Sie uns jetzt die nächsten Minuten nochmal darüber diskutieren. Und ich würde auf den Redebeitrag zwischendrin verzichten, sondern dann später wahrscheinlich gleich zum Schlusswort kommen. Vielen Dank erstmal. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es startet Fraktion Die Linke, Herr Wirz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich rede normalerweise frei, aber ich musste mir heute einen Zettel mitnehmen, damit ich keinen Punkt vergesse, denn mir sind 8 Punkte aufgefallen. 8 Punkte, warum dieses Verwaltungszentrum gescheitert ist, bevor der erste Stein auf den anderen gesetzt worden ist. Erstens, dieses Verwaltungszentrum ist städtebaulich gescheitert. Der Turm zu Babel ist eingestürzt, bevor mit dem Bau begonnen worden ist. Eine hochmögende Jury hat für 250.000 Euro einen Wettbewerbsentwurf gekürt, der nicht sensibel in das Stadtbild eingefügt worden ist und der von Süden im Prinzip die Stadtsilhouette beschädigt hätte. Zweitens, dieses Verwaltungszentrum ist politisch gescheitert. Es ist politisch gescheitert, weil ein intransparentes Verfahren, der wettbewerbliche Dialog, anhand von unzutreffenden Maßgaben in diesem Projekt einer besonderen Innovativität abgeleitet worden ist. Dabei ist es so, dass diese offenen Bürowelten, die immer bemüht werden, seit 15 Jahren im Prinzip hoch und runter diskutiert werden und zu 50% scheitern, weil sie von der Mitarbeiterschaft und von der Belegschaft nicht akzeptiert werden. Hier sehe ich auch noch im Prinzip einen großen Kritikpunkt. Dieses Verwaltungszentrum ist drittens finanziell gescheitert. Es ist im Haushalt nicht mehr abgebildet. Das Geld ist nicht mehr vorhanden. Es werden Klimmzüge gemacht, um das Neuverschuldungsverbot der Landeshauptstadt Dresden zu umgehen. Und es sollen in die Stesat ausgelagert werden, um dort die Schulden zu verdecken. Viertens ist dieses Verwaltungszentrum gescheitert, weil es nicht auf dem Stand der Technik ist. Wir sind inzwischen von einer Pandemie überrollt worden und ich habe die Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt, ob denn offene Bürowelten pandemiefest sind. Mir ist dann geantwortet worden, da müsste man irgendwie ein Hygienekonzept machen und die Digitalisierung würde es schon lösen. Das heißt, wir haben hier im Prinzip dann den Zustand, dass man vielleicht überlegt, vielleicht ist es doch besser in Zukunft wieder im Prinzip auch maschinell mit Technik gelüftete Einzelräume zu bauen, ist günstiger ist, als im Prinzip sozusagen die berühmten Aerosole durch Großraumbüros wehen zu lassen. Es ist außerdem nicht auf dem Stand der Technik. Wir haben im Prinzip den Fakt, dass wir ein KfW 40 Haus bauen wollen, das heißt nur 40% der Primärenergie zum Betreiben des Hauses, zum Temperieren des Hauses, Heizen des Hauses zu verwenden. Freiburg hat bereits vor 7 Jahren ein Verwaltungszentrum gebaut mit Plusenergiestandard. Im Übrigen nicht für 140 Millionen, sondern für 80 Millionen. Da ist die Frage, gut, inzwischen sind die Baukosten ein bisschen gestiegen, aber sie haben sich nicht verdoppelt. Vor allen Dingen, wenn Freiburg für das Geld noch viel mehr bekommt, als wir im Prinzip uns überhaupt zu bestellen trauen. Hier ist ein großer Bedarf der Nachprüfung. Fünftens ist dieses Haus viel zu teuer. Nach dem Baukostenindex sind für hochwertige Bürobauten in der höchsten Kostenspanne, nicht in der mittleren Spanne, derzeit bis zu 5.000 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche fällig. Die Landeshauptstadt Dresden, der Oberbürgermeister, bestellt es für 6.200. Meine Damen und Herren, wenn ich 20 bis 25% der Baukosten
schon mal ohne Gegenleistung über den Tisch schiebe, ist es kein Problem, einen Festpreis auszumachen, weil da kann auf der Baustelle passieren, was will. Es kann passieren, was will, das Geld wird auf jeden Fall reichen. Insofern ist auch hier ein großes Fragezeichen, warum wir eigentlich schon vom Startpunkt an ein derartig luxuriös kalkuliertes Verwaltungshaus bestellen, was aber die Standards, die dort in der Ausschreibung stehen, überhaupt nicht abbildet. Wir haben es eigentlich eher mit dem mittleren Standard zu tun. Sechstens, dieses Verwaltungshochhaus ist gescheitert, weil es nicht wirtschaftlich ist. Die Verwaltung hat sich erlaubt, uns eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzulegen, die einen Beschaffungspreis für 3.200 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche vorsieht. Meine Damen und Herren, wenn ich dort unabhängig von welchen Mietpreis ich auch immer ausgehe, dort sind 12,15 Euro damals kalt unterstellt worden, es gibt inzwischen Vermieter in Dresden, die sagen, das ist viel zu viel, wir könnten das auch billiger anbieten. Wenn ich aber schon alleine den Baupreis fast verdoppel, dann ist die Wirtschaftlichkeit auch in hunderten Jahren nicht mehr darstellbar. Die Wirtschaftlichkeit war bei 3.200 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche nach 29 Jahren dargestellt. Bei 6.200 Euro können Sie es nicht mehr rechnen. Es geht nicht. Wir schmeißen das Geld mit vollen Händen zum Fenster hinaus. Siebtens, dieses Haus ist nicht klimagerecht. Wir nehmen es im Prinzip als gesetzt hin, dass die TLG ihr Bürohaus auf der St. Petersburger Straße abreißt. Jetzt kann man der Auffassung sein, das ist kein schönes Ding, das ist dringend sanierungsbedürftig, das braucht ein Facelifting, das braucht neue Haustechnik. Ob es aber gerade von den besonders klimafreundlichen und klimaschützenden Fraktionen hier im Stadtrat opportun ist, das unhinterfragt hinzunehmen, dass ein kompletter Rohbau abgerissen wird und die berühmte graue Energie wieder freigesetzt wird, die nämlich in diesem Bau im Beton gebunden ist, da stellt sich mir doch ein ganz großes Fragezeichen. Achtens ist dieses Verwaltungszentrum gescheitert, weil es nicht notwendig ist. Was man uns nicht gesagt hat, in der großen Panik, dass die Mietverträge gekündigt sind und nicht mehr vernachlässigt werden, die DREWAG wird ja im Prinzip das World Trade Center verlassen und dort 1.700 Plätze freimachen, Arbeitsplätze und die entsprechenden Flächen. Das heißt, diese Flächen stehen dann auch für die Stadtverwaltung zur Verfügung. Da kann die St. Petersburger zweimal einziehen. Insofern haben wir jede Menge Fragen an den Stand dieses Projektes, an die Notwendigkeit dieses Projektes, an die Vernunft dieses Projektes. Es ist überhaupt nicht unbedingt notwendig zu sagen, wir müssen jetzt dieses Projekt generell verwerfen. Wir müssen es generell im Prinzip verwerfen, dort ein eigenes Haus zu bauen. Dann brauchen wir aber einen neuen Ansatz. Wir brauchen einen transparenten Ansatz, der mit der Öffentlichkeit diskutiert wird, der ein vernünftiges öffentliches Hochbauprojekt gestaltet, der auch den Stadtrat mit einbezieht. Das ist nämlich, wir haben auch in der Jury die Verwaltung und die Wettbewerber, die dort am Start sind, nicht unter Kontrolle. Das muss gewährleistet sein, dass dann auch diese öffentliche Diskussion stattfindet. Mit einer Anmietung von in Dresden zur Verfügung stehenden Flächen können wir uns diese Zeit auch nehmen und vielleicht haben wir dann auch das Geld wieder dazu, um uns das solide finanziert zu leisten. Ich danke Ihnen. Als nächstes ist die SPD-Fraktion dran, Herr Kaniewski. Und bis Sie da sind, sage ich schon mal, wir werden uns als Verwaltung am Ende dazu nochmal Stellung beziehen, weil das, Herr Würz, was Sie machen, sind ganz böswillige Falschinformationen, die Sie in der Öffentlichkeit verbreiten. Bei aller Vorsicht, die im Rahmen des Bieterverfahrens jetzt auch in der Vertraulichkeit zu gewährleisten sind, aber grobe Falschinformationen dürfen sich auch nie weiter verbreiten. Sie haben immer vom Anfang an das nicht gewollt, sind kostentreibend selber unterwegs gewesen und sich dann in dieser Form hinzustellen, das ist schon fast eine Frechheit. Bitte schön, Herr Kaniewski. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal vielen Dank für die Einordnung, Herr Oberbürgermeister. Damit haben Sie mir schon den ersten Punkt vorweggenommen, denn das wäre auch meine Bitte an die Verwaltung gewesen. Es ist ja durchaus eine schwierige Materie. Wir haben das im letzten Stadtrat diskutiert, was wir als Jurymitglieder sagen dürfen und was nicht. Jetzt sind Zahlen der Presse aufgetaucht. Ich sage mal an der Stelle, glaube ich, auch ein Stück weit politisch gerade intendiert, was ich sehr schade finde, weil wir da bisher gut miteinander gearbeitet haben. Deswegen freue ich mich, dass die Verwaltung dann zu den Zahlen, die drinne stehen, in der Presse auch nochmal Stellung nehmen wird. Ehrlicherweise fällt es mir gerade ein bisschen schwer, auf die verschiedenen Punkte hier einzugehen, weil wir diskutieren überhaupt nicht am Gegenstand des Antrages. Also erstmal, das fällt mir ja fast ein bisschen schwer, aber vielen Dank an die Freien Wähler, dass Sie jetzt den Beschlusspunkt 1, nämlich das Moratorium, wieder rausgenommen haben. Denn zum einen, da kann man unterschiedlicher Ansicht sein,
Aus Sicht der SPD-Fraktion hätte es nie einen Sinn gemacht, aber es macht tatsächlich, so wie der Stand jetzt ist, auch keinen Sinn. Insofern ist es gut, dass dieses Thema vom Tisch ist. Ich würde Sie bitten, nochmal darüber nachzudenken, ob man diesen Antrag insgesamt aufrechterhalten soll, weil die Zahlen, die Sie haben wollen, da muss man ein bisschen recherchieren, finden sich regelmäßig in der Übertragung der investiven Budgetreste. Das heißt, wenn ich wissen will, wo ich das Geld als Landeshauptstadt gebunden habe, für welche Projekte wir uns miteinander verpflichtet haben, dann sind die mehr oder weniger frei einsehbar, solange wir sie im Haushalt miteinander vereinbart haben. Da bin ich mir unsicher, ob man jetzt die Verwaltung nochmal ransetzen muss, um eine riesengroße Liste zu erstellen, wenn wir die Dinge eigentlich schon vorliegen haben. Und mein Appell wäre, wenn Sie nicht sagen, dass man den Antrag zurückziehen könne, an die anderen Fraktionen ihm nicht zuzustimmen, denn um ehrlich zu sein, wenn wir hier mit breiterer Mehrheit der Auffassung sind, dass wir dieses Verwaltungszentrum wollen, dann habe ich ehrlicherweise auch keine Lust auf ein Gespenst innerhalb des Ratsinformationssystems, wo als Überschrift trotzdem immer drinne stehen wird, Moratorium zum Verwaltungszentrum und der Stadtrat hat es beschlossen. Das würde ich Sie bitten, beim Ergänzungsantrag und bei der Veränderung auch des Antrags der Freien Wähler mit reinzunehmen, für die SPD in die Überlegung mit reinzunehmen. Für die SPD-Fraktion ist klar, das Verwaltungszentrum muss kommen. Wir haben in der letzten Stadtratssitzung darüber diskutiert. Wir sind aus meiner Sicht als Arbeitgeber für etwas mehr als 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflicht, etwas anzubieten, etwas Gutes anzubieten. Dieses Haus soll ein Haus für gute Arbeit werden. Und lieber Thilo Wirtz, ehrlicherweise, ich wundere mich ein bisschen, wo du die Glaskugel hast. Ich wünsche sie mir immer, aber ich frage mich, wo dieses Projekt gerade eben gescheitert ist. Wir sind mitten im Wettbewerb, wir haben noch keine einzige Entscheidung getroffen, wie das Ding aussehen soll, was eigentlich passieren soll. Wir haben noch nicht mal einen ersten Spatenstich jenseits der archäologischen Grabung. Und da finde ich, um ehrlich zu sein, so eine Polemik, wie sie hier gerade an den Tag gelegt wurde, eine Generalabrechnung mit einem Projekt, was noch nicht mal in der Realisierungsphase ist, ein bisschen schade. Wir sitzen gerade in der Jury zusammen. Ich finde, wir haben gute Möglichkeiten, auf das Projekt Einfluss zu nehmen. Wir haben uns gemeinschaftlich, also der alte Rat, auf diesen Weg gemacht. Und ich finde es sehr, sehr notwendig, alleine die Tatsache, dass wir eben jetzt nicht zwei Verwaltungszentren bauen, sondern eben erstmal nur eins, weil die Situation sich ein Stück weit verändert hat, ist doch schon eine Anpassung, die notwendig gewesen ist. Und wenn wir hier nicht aus dem Puschen kommen, wenn ich mir angucke, wo unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung teilweise noch sitzen müssen, weil wir die Rahmenbedingungen eben nicht wiedergeben, dann sage ich mir, ich hätte am liebsten schon vor einem Jahr den ersten Spatenstich gehabt, damit wir den Kolleginnen und Kollegen, die hier für uns arbeiten und die für die Stadt arbeiten, was Ordentliches anbieten können. Und ohne zu viel zu sagen, ich bin der Überzeugung aus der Jury-Sitzung, bei allen Dingen, die ich gesehen habe, könnte ich damit leben und ich glaube, das wird ein gutes Haus für eine gut funktionierende und gut arbeitende Dresdner Verwaltung. Vielen Dank. Wir setzen fort mit der FDP-Fraktion. Herr Blödner, bitte. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich setze da beim Herrn Kaniewski, glaube ich, ganz gerne fort. Wir lehnen auch als FDP jetzt den Antrag der Freien Wähler ab, auch wenn er deutlich abgeschwächt wurde, sehen wir doch die Intention der Freien Wähler, die dahinter steht, das Verwaltungszentrum zu verhindern oder zu verzögern. Als FDP stehen wir weiterhin zum Neubau des Verwaltungszentrums am Ferdinandplatz und sind für die Fortführung des aktuell laufenden Prozesses. Wir sollten uns vielleicht nochmal die Ist-Situation anschauen. Wir haben eine Verteilung über die ganze Stadt der Verwaltungsmitarbeiter, wir haben weite Wege, die ja auch dann oft Arbeitszeit sind, es gibt keine zentrale, sinnvolle Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger und an vielen Stellen haben wir teure Mietverträge. Deswegen ist da auch darauf hinzuweisen, je nachdem, was dann am Ende als Kostenblock steht, sind auch halt keine konsumtiven Ausgaben, sondern refinanzieren sich letzten Endes durch wegfallende Mietkosten und ein effizienteres Arbeiten der Verwaltung. Deswegen ist das Abzielen auf die reinen Baukosten nicht sinnvoll, ohne nicht auch über die Mietkosten der Stadt Dresden zu reden, die aktuell sind. Klar ist man beim städtischen Bauen immer durchaus skeptisch, das klappt nicht immer so, oft ein bisschen teurer, als es die Privatwirtschaft auf die Reihe kriegt. Aber es ist aufgrund der Eigennutzung doch sinnvoller, es selbst zu machen. Denn auch die höheren Kostenrisiken
zeigen sich auch an anderer Stelle immer wieder in den Mietverträgen der Stadt, beim Mietkauf oder Ähnliches. Das heißt, auch da, wenn man weiter mit Mietverträgen anderweitig arbeiten würde, hätten wir schnell und häufig die ungeschickteren Mietverträge, als die vielleicht die Privatwirtschaft abschließen würde. Das heißt, dort müssen wir den Blick aufrechterhalten und drauf schauen und dann kann das auch ganz so funktionieren. Denn wie wir die Kosten dann auch im Griff behalten, dafür sind wir halt als Stadträte auch mitverantwortlich. Als FDP wollen wir ein hochwertiges Gebäude, aber dennoch die Kosten im Blick behalten. Und da, Thilo Wirtz, ist dann doch die Frage, erst versuchen irgendwie die Kosten überall in die Höhe zu treiben, weniger Stockwerke auf dieselbe Fläche, vielleicht dort eine schickere Fassade und dann hinterher medial aufgeplustert sich zu wundern, dass plötzlich teurer wird pro Quadratmeter, das ist dann doch reichlich daneben. Letzten Endes haben wir im Wettbewerb die Option, die Kostendisziplin einzuhalten. Wenn man das sinnvoll macht, ist das ein sinnvoller Prozess und dann haben wir das für uns passende Verwaltungszentrum an diesem zentralen Ort und in der Form sollten wir den Prozess fortführen. Dankeschön. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Herr Löser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will auch zu dem eigentlichen Antrag der Freien Wähler nochmal sprechen. Wir haben nun die Jury-Sitzung gehabt in der letzten Woche Montag und einige Stadträte sind ja da auch beteiligt. Wir haben nun umfangreich Presseberichte aus einem geschlossenen Verfahren in der Zeitung dazu gehabt. Wir haben gehört, es gäbe eine Kostenexplosion. Wir haben gehört, und das halte ich für eine Unterstellung, eigentlich schon eine böswillige Unterstellung, die Verwaltung wolle sich hier einen Palast bauen. Und ich muss mal sagen, dieses Projekt ist ja kein Projekt, wie es hier vorhin unterstellt wurde, der Grünen oder von irgendeiner anderen Ratsfraktion, sondern dieses Projekt ist von der Verwaltung auf den Weg gebracht, weil 1400 Mitarbeiter dort untergebracht werden sollen. Wir haben die momentan an ganz vielen Stellen der Stadt. Sie alle selber waren vielleicht mal in den Gebäuden der St. Petersburger Straße. Da wissen Sie ein bisschen, wie die Bedingungen sind. Und dieses Verwaltungsgebäude soll ja nicht nur zusammenführen, Verwaltung, es soll ja auch eine neue Art von sozusagen Verwaltungsbeteiligung der Bürger in der Aufstellung der Flächen werden. Insofern finde ich tatsächlich, sollte man das erstmal voranstellen. Wir haben tatsächlich das Problem, dass es ein Verfahren ist, weil es ein geschlossenes Verfahren ist, was uns auch zur Verschwiegenheit verpflichtet, wo nicht zu viel an die Öffentlichkeit dringen kann. Nun ist aber in der Öffentlichkeit ja über Zahlen gesprochen worden und so weit will ich jetzt schon mal gehen, dass ich sage, von den drei Projekten, die da in der Jury jetzt noch waren, sind zwei so auch eingeschätzt worden, dass sie den Kostenrahmen halten können. Die Verwaltung hat klar dargestellt, dass sie auch einen Kostendeckel zur Bedingung gemacht hat für die Zustimmungsfähigkeit der Projekte. Das heißt, diese beiden sind in der Lage, den Kostendeckel zu halten. Das dritte Projekt liegt deutlich drüber. Da hatte man tatsächlich Bedenken, dass man das schafft. Aber irgendwann muss man sich auch mal entscheiden als Rat. Wir sind hier angetreten mit einer damals einstimmigen Mehrheit. Nun ist es ein neuer Rat. Es sind auch andere Bedingungen unter Corona. Das sehe ich schon auch. Aber man muss sich, glaube ich, schon entscheiden, ob man einen Prozess konstruktiv begleiten will oder ob man ihn destruktiv zerreden will. Und ich habe es schon mehrfach von anderen auch gehört. Da bin ich auch, lieber Thilo Wirtz, ein bisschen enttäuscht, denn du selber bringst dich in diese Dinge alle sehr, sage mal, intensiv ein. Aber am Ende hört man nur das Wort Scheitern. Und ich meine, dass die Bürofläche am Ende jetzt dort geringer ist, das verdanken wir auch sozusagen deiner Initiative. Und es ist natürlich auch so, wenn dieses Gebäude billig daherkommen würde, wären auch viele im Rat die Ersten, die dann sagen würden, so einen billigen Mist wollen wir nicht. Aber jetzt will ich auch noch mal ganz klar ein Aber sagen. In gewisser Weise verstehe ich schon auch die Forderung, dass man bei diesem Projekt die Öffentlichkeit, es geht ja um 120 Millionen wahrscheinlich, dass man die Öffentlichkeit da besser einbindet. Ich glaube, Sie hatten Recht auf Informationen bei diesem Projekt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wünsche ich mir auch von der Spitze der Verwaltung, Herr Oberbürgermeister, klare Aussagen. Es freut mich, dass der Bürgermeister, Baugeordnete Rauschmidt-Lamontin, da noch was dazu sagt. Es sind jetzt hier Zahlen im Raum, Quadratmeterkosten und so weiter und so fort. Man behauptet, man könnte das mit Anmietung alles leisten. Ich glaube, die Verwaltung muss dringend von sich aus in die Offensive gehen und das darstellen. Und da muss ich mir sagen, wünsche ich mir den gleichen Einsatz, lieber Herr Oberbürgermeister, von dem Fernsehturm auch eigentlich für dieses Projekt, denn es ist ein Projekt, was allen Dresdnern zugutekommt und vor allen Dingen auch den Mitarbeitern und Mitarbeitern in der Verwaltung. Am Ende sage ich ganz klar, entscheidet der Rat. Wir müssen am Ende darüber entscheiden. Es soll eine Bürgerbeteiligung geben im Dezember, wo die Projekte vorgestellt werden.
Ich weiß noch nicht, wie das ausgeht. Wir werden nur die Projekte sehen. Ich hoffe, dass die Qualifizierungshinweise jetzt so sind, dass die Bieter etwas daraus machen, dass der Rat in Gänze oder zumindest in der großen Mehrheit, das wünsche ich mir, dass man das breit trägt, dann auch sagen kann, ja, für dieses viele Geld, das ist es, leisten wir uns dieses Projekt für die Verwaltungsmitarbeiter und für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Aber am Ende entscheidet der Rat. Vielen Dank. Als nächstes die CDU-Fraktion, Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich kann mich kurz fassen und an die Ausführungen von Herrn Kandjewski und Herrn Löser anknüpfen. Auch die CDU-Fraktion ist dafür und will das neue Rathaus verwirklicht sehen. Und deswegen haben wir wenig Verständnis für die permanenten Versuche von Ihnen, Herr Wirtz, hier ein bisschen Sand ins Getriebe zu machen. Man kann diese ganzen städtebaulichen Argumente, die Sie gebracht haben, auch anders sehen, wenn man nicht nur von Süden auf die Stadt guckt, sondern vom Nordosten auf die Stadt guckt. Wenn man sich dann die Historie anguckt, zu jeder Zeit ist ein Rathaus ein herausgehobener Bau der Bürgerschaft gewesen, die Bürgerschaft, in der sich die Bürgerschaft auch selbst repräsentiert sieht. Das ist in dem neuen Rathaus, in dem wir üblicherweise tagen und hoffentlich auch bald wieder einziehen, der Fall. Das ist ein solches Gebäude mit Stolz errichtet worden und auf das wir, denke ich, auch stolz sind. Und es spricht nun aus unserer Sicht nichts dagegen, dass wir einen zeitgemäßen Bau machen, auf den die Bürgerschaft stolz sein kann. Und deswegen ist es richtig, dass da die Bürger auch beteiligt werden. Aber Bürgerbeteiligung, so wie Herr Wirtz, wie Sie es dargestellt haben, da hat man doch den Eindruck, die Bürger müssen so lange beteiligt werden, bis das Projekt endgültig zerredet und ist und damit scheitert. Das kann nicht Sinn einer Bürgerbeteiligung sein, meine Damen und Herren. Deswegen sind wir für die Bürgerbeteiligung so, dass sie einbezogen werden, aber nicht nochmal neu von jedem Projekt anzufangen und nicht bei jeder Bürgerversammlung von Neuem mit der Grundsatzfrage beginnen. Also die Grundsatzfrage ist entschieden und dabei soll es bleiben. So viel jetzt auch dazu. Und dieses Thema, was alle bisher angesprochen haben, hat mit dem Antrag gar nichts mehr zu tun. Und da muss sich dann jeder auch einmal in die Nase fassen. In gewisser Weise fasse ich mir da auch selber an die Nase, dass wir uns alle doch eigentlich einigen wollten zu dem Thema, zu das eigentlich ansteht, zu reden. Und anstehen tut dieses Thema durch die entsprechenden Änderungsantrag bzw. Ersetzungsantrag der Bürgerfraktion überhaupt nicht mehr, sondern da ist es nur das, was Herr Nitsch hier vorgetragen hat. Und da werden wir aus denselben Gründen, wie Herr Kandjewski es schon angedeutet hat, ablehnen. Es ist dann ein Antrag, wo Moratorium des Rathauses draufsteht und inhaltlich ist es etwas völlig anderes. Ich kann nur sagen, auch wir möchten das, was Herr Nitsch hier in dem Ersatzungsantrag dargestellt hat, was an der Ziffer 2 des Antrages steht, auch da sind wir inhaltlich komplett dafür. Das werden wir auch in der Haushaltsdebatte, denke ich, auch noch diskutieren. Und wenn man da eine entsprechende Vorlage hat, ist das durchaus sinnvoll. Aber es muss schon die Überschrift, Inhalt muss zusammenpassen. Und wenn dann eine Beschlusskontrolle kommt, dann muss man auch an der Überschrift sehen, was drinsteht. Und deswegen, das ist hier nicht der Fall und deswegen lehnen wir die Sache aus diesen formalen, und das betone ich, aus diesen formalen Gründen ab. Inhaltlich würden wir das mitgehen, aber dann braucht es eines entsprechenden Antrages, der das auch zum Inhalt hat. Das ist nicht der Fall und deswegen lehnen wir diesen Punkt so ab. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde die AfD-Fraktion, Herr Laczynski. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Ich muss zugeben, als dieser Antrag zu Beginn des Jahres eingebracht wurde, war ich eher überrascht und sehr skeptisch. Die Informationen, die man im Bauausschuss zum Verwaltungszentrum Ferdinandplatz bzw. zur Unterbringung der Mitarbeiter unserer Stadt über das Jahr 2025 hinaus bekommen, reicht immer nur gerade dafür aus, dass man von der Notwendigkeit dieses Vorhabens überzeugt wird. Regelmäßig wurde von der Alternativlosigkeit gesprochen. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass dies nicht mehr der Fall ist. Aus heutiger Sicht muss ich zugeben, dass zumindest der Titel des Antrages seiner Zeit voraus war. Denn die Zeiten zum Start eines derartigen Großprojektes könnten kaum schlechter sein als im Moment. Wir haben keine Zeit, wir haben kein Geld und wir wissen jetzt immer noch nicht, was eigentlich gebaut werden soll.
Selbst wenn wir mit der Verschuldung, das steht ja zwar formal, das Schuldenverbot der Stadt einhalten, belasten wir dennoch unsere nachfolgenden Generationen mit diesem Prestigeprojekt einzelner Akteure in der Rathausführung. Im Folgenden möchte ich unseren Baubürgermeister aus der SZ vom 28. August zitieren. Die Verwaltung und Dienstleistungen für die Bürger sollen zentral, verkehrsgünstig und gut erreichbar konzentriert werden. Die Verwaltung soll im städtischen Eigentum untergebracht werden und die Stadt langfristig von der Entwicklung des Mietmarktes freimachen. Wer sich für 6.000 Euro pro Quadratmeter ein Verwaltungsgebäude bauen lässt, um es dann anzumieten, macht sich nicht von der Entwicklung des Mietmarktes frei, er heizt diese Entwicklung an. Bei den derzeitigen Konditionen auf dem Mietmarkt für Bürogebäude könnten für das gleiche Geld Büroräume für die nächsten 50 Jahre angemietet werden. Die Anforderung, die Verwaltung und die Dienstleistungen für die Bürger zentral, verkehrsgünstig und konzentriert unterzubringen, könnte durch ein bereits bestehendes, bereits angemietetes und demnächst frei werdendes Bürogebäude noch besser erfüllt werden. Mir ist nicht bekannt, dass am Ferdinandplatz eine S-Bahn-Station entstehen soll. Warum sollten wir ein Tochterunternehmen der Stadt verschulden, um 26.000 Quadratmeter neue Büroflächen bauen, wenn gleichzeitig beim Tochterunternehmen eines anderen Unternehmens mit städtischer Beteiligung 34.000 Quadratmeter leer stehen und wesentlich günstiger zu haben sind? Das ist die Frage, die wir uns dann von den Dresdner Bürgern stellen lassen müssen und für die ich keine Antwort habe. Insofern ist der Antrag der Freien Wähler in der jetzigen Fassung eher enttäuschend. Er verspricht in der Überschrift ein Moratorium, fordert aber letztendlich nur Kostentransparenz. Diese Kostentransparenz sollte eigentlich selbstverständlich sein. Bei der derzeitigen Informationspolitik des Rathauses ist dies leider nicht der Fall. Aus diesem Grund werden wir diesem Antrag zustimmen. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen habe ich gesehen. Herr Wirtz können nach vorne kommen und dann wird der Herr Schmidt-Lamontin mal als federführender Bereich. Nee, machen Sie los, Sie sind aufgerufen. Und dann ist das Rederecht vorbei. Herr Schmidt-Lamontin, bitteschön. Also ich glaube, man muss vor allem gucken, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht bei dieser ganzen Debatte. Ich will jetzt auch gar nicht eingehen auf irgendwelche Turmdebatten oder mich dafür verantwortlich machen, dass die TLG die Unternehmensentscheidung getroffen hat, ein Gebäude an der St. Petersburger Straße abzureißen. Das sind alles Debatten von gestern. Das sind teilweise auch Debatten, die wir als Stadtverwaltung gar nicht steuern können. Sondern ich will mal eingehen auf die Fragen von Kosten und ähnliche Dinge, die hier auf den Tisch gebracht wurden. Also, wir haben insgesamt Kosten für das Projekt von 139 Millionen von Ihnen zur Verfügung gestellt bekommen. Diese 139 Millionen umfassen nicht nur Baukosten, im Gegenteil, die Ausschreibung, auch das ist ja öffentlich und bekannt, zur Suche eines Unternehmers umfasst 116 Millionen Euro. 23 Millionen Euro sind Themen wie Möblierung, Ausstattung der Räumlichkeiten, archäologische Grabung, Umfeldgestaltung, Anpassung von Straßenbahnhaltestellen, also all diese Dinge, die zum Betrieb des Hauses notwendig sind. Die Baukosten sind 116 Millionen bzw. ein paar Erdaushubarbeiten, die wir jetzt im Vorfeld machen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir damals gesagt haben, wir erwarten eine BGF von ca. 36.000 Quadratmeter plus minus ein bisschen, einige Konzepte sehen auch ein paar Quadratmeter weniger vor, weil sie kompakter arbeiten, dann ist man dann bei Baukosten BGF bei deutlich unter 4.000 Euro Quadratmeter. Und wenn man dann, um es vergleichbar zu machen, der BKI arbeitet in der Regel mit Kostengruppen 300 und 400, nur mal die Kostengruppen betrachtet, dann ist man bei reinen Baukosten von ca. 2.500 Euro pro Quadratmeter BGF. Jetzt reden Sie von Nutzfläche von über 6.000 Euro. Jetzt kann man so lange Flächen aus der Gesamtkalkulation rausstreichen, bis man genug Flächen rausgestrichen hat, um dann sozusagen die Summe von 116 Millionen teilen zu können. Durch eine Nutzfläche nur noch Büroflächen, dann lande ich bei über 6.000 Euro, ja. Aber wir machen ja viel mehr in dem Gebäude. Wir machen dort unten einen Ort der Kommunikation, einen Ort der Bürgerbeteiligung, wo wir das Stadtmodell ausstellen wollen, wo wir ein Veranstaltungszentrum machen, um tatsächlich auch das Thema Baukultur im Baurathaus, im technischen Rathaus, im Verwaltungszentrum dann mit der Bürgerschaft diskutieren zu können und auch zu einem Kulturwandel innerhalb der Stadtverwaltung zu kommen. Weg von Ämterhierarchien, starrer Versäulung innerhalb der Verwaltung hin zu einem Prozess der Kommunikation, der informellen Kommunikation innerhalb der Verwaltung mit der Bürgerschaft und projektorientierten agilen Arbeitsstrukturen.
Und wenn man jetzt sozusagen versucht, den Vergleich zu ziehen zum WTC, dann sage ich mal, ich sitze da ja zurzeit mit meinem Büro, das ist ein nettes Bürogebäude, wenn man in konventionellen Bürostrukturen denkt. Von diesen wollen wir weg. Wir wollen weg von den konventionellen Bürostrukturen. Und wenn man das Ziel konzeptionell verfolgt, was wir im Verwaltungszentrum verfolgen, dann wird man im WTC nicht weit kommen. So gerne ich Herrn Rees habe als Vermieter, aber das Gebäude, was er verwaltet, ist nicht dazu geeignet, die Ansprüche, die wir formuliert haben, für unser künftiges Verwaltungsarbeiten in dem Gebäude umsetzen zu können. Das schließt ja nicht aus, dass man dort auch andere Verwaltungsteile unterbringt, wenn man dort auszieht mit den Baubereichen. Aber für das, was wir uns als Ziel gesetzt haben, reicht es nicht. Wenn man dann noch über die Fragen, die Sie aufgeworfen haben, Vergleich mit anderen Städten redet, sollte man auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das Verwaltungszentrum in Stühlingen an Freiburg ist erstens schon vor fast 10 Jahren projektiert worden mit den 80 Millionen, hat zwar auch über 20.000 BGF, aber umfasst nur 800 Mitarbeiter. Zur Erinnerung, im Verwaltungszentrum Fellnerplatz wollen wir 1.350 Mitarbeiter unterbringen. Auf den Flächen, auf den gleichen Flächen, wie die Freiburger 800 Mitarbeiter unterbringen. Mit flexiblen, offenen Arbeitsstrukturen, mit vor allem auch flexiblen Arbeitszeiten und mit Doppelbelegung von Arbeitsplätzen. Das heißt, wir arbeiten dort wirklich effizient und wir machen das in Abstimmung mit dem Personal. Der Personalrat hat explizit gesagt, wir gehen diesen Weg mit, was ich übrigens stark finde. Haben die Freiburger auch versucht, sind sie daran gescheitert, an dem eigenen Personal. Und wo der Personalrat hier in Dresden sagt, wir gehen diesen Weg mit und wir machen parallel mit euch auch noch den Prozess der vollständigen Digitalisierung der Verwaltung. Das ist ja der Parallelprozess, der vom Kollegen Lames gesteuert wird. Vollständige Digitalisierung der Verwaltung, Einführung der E-Akte, Einführung von digitalen Bauprozessen, was dazu führen wird, dass wenn wirklich künftig eine neue Pandemie kommt, wir die Mitarbeiter ganz anders als wir in den vergangenen Monaten binnen Minuten in die Lage versetzen können, im Zweifelsfall auch von zu Hause zu arbeiten. Also insofern bin ich da absolut zuversichtlich, dass der Vorwurf nicht Stand der Technik, weil nicht pandemietauglich, absolut entkräftbar ist, wenn man die Prozesse zusammensieht und man kann sie nur gemeinsam betrachten. Wenn man jetzt noch die Frage stellt, wieso binden wir die Öffentlichkeit nicht vernünftig ein? Da muss man sagen, ja, das ist im Prozess begründet. Der Prozess ist etwas kompliziert. Wir haben aber dafür eine Kostenverlässlichkeit am Ende und wir haben die Möglichkeit, auch anders als bei Wettbewerben, die wir sonst üblicherweise machen, in einem Dialog, und Sie sind ja Teil des Dialogs und wissen ja, wie wir sozusagen da in mehreren Sitzungen gerungen haben, auch über Gestaltung, dass wir unsere Anforderungen in mehreren Sitzungen formulieren und den Bauträgern mit auf den Weg geben, wo wir uns Veränderungen vorstellen. Und diese Veränderungen, wenn dann ein finales Angebot abgegeben ist, werden wir natürlich auch der Öffentlichkeit vorstellen. Wir werden es ähnlich machen wie am Königsufer, wo wir die Entwürfe, die dann eingegangen sind, ausstellen und uns Feedback abholen von der Öffentlichkeit über die Entwürfe, die wir über mehrere Runden qualifiziert haben gemeinsam in unserem Gremium, um dieses Feedback dann in die endgültige Entscheidung einfließen zu lassen. Und ich denke, dass wir da wirklich schon auch vorbildlich sind, wie wir im Rahmen eines solch komplexen Vergabeverfahrens auch mit der Öffentlichkeit umgehen wollen. Also insofern finde ich es ein wenig schade, dass man hier an dieser Stelle ein Projekt, wo wir uns wirklich gut auf den Weg gemacht haben, wo wir auch mehr mit verbinden als die reine Unterbringung von Verwaltungsmitarbeitern, wo wir wirklich auch möchten, dass wir hier einen Kulturwandel einleiten, in dem Selbstverständnis des Arbeitens der Verwaltung, dass wir diesen Prozess von Anfang an immer so malig reden müssen. Vielen Dank, Herr Kollege Schmidtler-Martin, nochmal für das deutliche und eindrückliche Statement. Herr Wirz. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich halte es erstmal in einer liberalen Demokratie für ein Unding, dass mir hier im Prinzip unter dem Geheimhaltungsgebot eines Ausschreibungsverfahrens, was nicht das Verwaltungshandeln betrifft, sondern nur die Geschäftsgeheimnisse der Bieter, mit einem Maulkorb gedroht wird. Das geht überhaupt nicht. Ich habe ausschließlich aus den Vorlagen des Stadtrates, die öffentlich auf dem Server liegen und aus öffentlich auf dem Server liegenden
Ausschreibungsunterlagen zitiert. Wer mir hier unterstellt, ich hätte irgendwelche Geheimnisse verraten, soll mir das bitte nachweisen. Ich würde mir eher die Zunge abbeißen, als das zu tun. Das nächste, Herr Kaniewski, Sie haben gesagt, Ihnen wäre es lieber gewesen, dass wir das Rathaus vor einem Jahr hätten eröffnen können. Wenn es nach der Linken gegangen wäre, dann hätten Sie die Mitarbeiter seit 9 Jahren im Atrium 1 des ehemaligen Robotrons gehabt, übrigens für 9,90 Euro pro Quadratmeter kalt, mit dem Gebot, es mit der Inflationsrate anzupassen. So preiswert und so gut wie damals hätten wir nie wieder ein technisches Rathaus bekommen. Es ist dann später im Prinzip abgerissen worden und wer dort gesehen hat, als die Fassade weg war, wie solide diese Substanz war. Ja? Und das noch billig, diesen Abriss, da soll ich ja nicht mehr vom Klimaschutz reden. So viel. Was mich absolut erschüttert ist, dass sowohl Herr Löser, den kann man das verzeihen, er ist Ehrenamtler, aber auch der Herr Schmidt-Lamontaine als Beigeordneter und als Baubürgermeister verantwortlich für das Verfahren, offensichtlich das Verfahren und die Zahlen nicht kennt. Die 22.212 Quadratmeter Nutzfläche umfassen nicht nur die Büros. Sie umfassen jeden ausgeschriebenen Quadratmeter, vom Tiefgaragenplatz über das Foyer, über das Kongresszentrum, über jeden Quadratmeter Büro noch zuzüglich. Das ist Bestandteil der Ausschreibung und ich setze voraus, dass die Verantwortlichen diese Zahlen kennen und sie auch beurteilen können. Und das ist eben auch genauso falsch, Thomas Löser zu unterstellen, das Hochhaus hätte irgendwas an den Flächen geändert. Diese Zahl ist nämlich in der Ausschreibung konstant geblieben, die konnte gar nicht mehr geändert werden, hat sich auch nicht geändert. Also das Hochhaus ist da vollkommen unabhängig, außerdem habe ich es nicht im Prinzip verhindert, am Ende habe ich nur das vorweggenommen, was die Landesdenkmalpflege unter Androhung von einem Widerspruch gegen diesen Bebauungsplan sozusagen dann vollstreckt hat. Mir hat man es ja am Anfang nicht geglaubt. Insofern bitte ich um eine Versachlichung der Diskussion, um eine ganz klare Einschätzung, ob dieses Bauwerk geboten ist oder nicht. Es ist immer sehr gefährlich, wenn sich führende Politiker baulich ein Denkmal setzen wollen. Das erlebt man immer wieder. Was der Bürgerbezug betrifft, die Bürgerinnen und Bürger, die dort ein- und ausgehen, sind im Prinzip im Wesentlichen Familien, Jugendliche, weil das Jugendamt dort einzieht, Bildungsbürgermeister zieht dort ein, aber ansonsten sind es das Umweltamt und die Bauaufsicht und das Stadtplanungsamt, also der Geschäftsbereich 6. Und denen ist nicht mit einer schönen Cafeteria getan, denen ist nicht etwas Gutes getan, wenn sie im Prinzip dort in netten Räumen aufhalten können, sondern denen ist am besten der Gefallen getan, vor allen Dingen auch den Bauträgern, wo mich in den letzten 3 Wochen fast täglich 2 angerufen haben, teilweise waren es 3, dass sie endlich mal ihre Bebauungspläne kriegen. Und zurzeit ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass das Bearbeiten von Bebauungsplänen fast zum Stillstand gekommen ist in diesem Amt, was über Bürgerfreundlichkeit redet. Insofern ist es eigentlich mal ein Stück weit darüber nachzudenken, wie wir im Prinzip diese Ämter im Prinzip in die Lage versetzen, ihre Arbeit in Termin zu tun, die sich für die Bauträger in Dresden noch abbilden lassen. Es gibt in Bülau einen Bebauungsplan, Stillstand, da ist die Erschließung nicht beauftragt worden. Es gibt im Prinzip große Bebauungspläne im Prinzip mit Sozialwohnungsbau, wo ihm gesagt wurde, ja, das können wir nicht machen, da sind schon so viele im Prinzip Sozialmieter und so. Das ist alles, mir kommt jeden Tag der Stillstand da dran. Und da ist auch die Frage, das ist auch kann die Digitalisierung da helfen oder kann sie nicht helfen? Wir werden das im Prinzip nochmal mit Anträgen bearbeiten, aber das letzte Wort ist hier garantiert noch nicht gesprochen. Ich danke Ihnen. So, bevor wir gleich zum Schlusswort kommen, wenn gewünscht, wollte Herr Dr. Lames, weil das wirklich ein wichtiges Thema ist, dass da hier mit Sensibilität darauf geachtet wird. Wir sind mitten in einem Verfahren, das sehr wichtig auf das Thema Vertraulichkeiten geachtet wird. Nochmal deutliche Hinweise mit auf den Weg geben. Ja, vielen Dank. Es ist eine Wendung gewesen in dem letzten Beitrag von Herrn Wirz, dass es bei der Geheimhaltung hier in dem Verfahren nur, so habe ich es verstanden, um die Geschäftsgeheimnisse der Bieter gehe. Selbst wenn es nur um diese gehen würde, wäre es natürlich auch ein sehr hohes Gut, was zu wahren ist. Aber ich weise nochmal in aller Deutlichkeit darauf hin,
dass die Geheimhaltung in diesem Verfahren eine unverzichtbare und sehr streng auch zu handhabende Rechtmäßigkeitsvoraussetzung dieses Verfahrens ist. Wenn die Bieter zu früh voneinander erfahren und von den Lösungen und Ansätzen, die sie dort in den wettbewerblichen Dialog eingebracht haben, dann droht das gesamte Verfahren zu scheitern. Das würde für die Landeshauptstadt Dresden einen Millionenschaden mit sich bringen, weil wir das komplette Geld bis hierhin in den Sand gesetzt hätten, weil wir kein Verwaltungszentrum an dieser Stelle bekommen würden, was auch mit erheblichen Mehrkosten in der Verwaltungsunterbringung verbunden wäre. Daran halte ich ebenfalls fest. Also es ist unbedingte Voraussetzung dieses Verfahrens, dass die Geheimhaltung gewahrt wird. Und das kann komplett wiederum geöffnet werden, wenn die Angebote endgültig dann zur Entscheidung auf dem Tisch liegen. Und genau das haben wir ja auch vor. Dann kommt die Bürgerbeteiligung, dann kommt die öffentliche und ungebremste Diskussion. Und dann kann der Kollege Baubürgermeister und alle anderen Beteiligten können dann auch die volle Breite unserer Argumente auch auf den Tisch legen. So, jetzt kommen wir zum Schlusswort. Herr Nitsche. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, an allererster Stelle möchte ich mal für die Debatte danken, denn wir haben das meiner Meinung nach alles ohne Polemik hinbekommen. Bei diesem wichtigen Thema ist das vielleicht keine Selbstverständlichkeit, dass man einen Freie Wählerantrag, also grundsätzlich für manche, dass man Freie Wähleranträge ohne Polemik diskutieren kann. Sie haben es heute erlebt, machen Sie es in Zukunft bitte genauso. Meine Punkte, die ich anmerken wollte, beziehen sich im Wesentlichen auf die Redebeiträge meiner Vorredner. Herr Schmidt-Lamontin, Sie sprachen von 1350 Arbeitsplätzen in dem Verwaltungszentrum. Soweit mir bekannt ist und das in den Unterlagen steht, geht es um Arbeitsplätze für 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und mehrere Arbeitsplätze sind doppelt belegt. Insoweit handelt es sich um eine Zahl, die geringer ist, also ungefähr um weniger als 1100. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, Herr Plötner, wenn Sie bzw. der gesamte Stadtrat unserem Ergänzungsantrag zustimmen, kommt es zu keinerlei Verzögerung und Herr Löser auch zu keinerlei Sand im Getriebe bezüglich eines eventuellen Baus eines Verwaltungszentrums am Ferdinandplatz. Denn was wir mit unserem Beschluss, sofern er denn gefällt wird, erreichen, ist, dass wir Informationen bekommen über Verfahren, die aktuell laufen, über Kosten und über Kostenschätzungen. Und wenn Sie wie Herr Brauns sich hinstellen und sagen, ja, grundsätzlich können wir dem schon zustimmen, aber die Überschrift, die passt uns nicht. Auch da möchte ich Sie nochmal an den Januar erinnern. Ich glaube, es war der 31. Januar. Da stand im Rathaus auch jemand und hat gesagt, ja, das steht jetzt nur noch in der Überschrift Klimanotstand. Woanders steht es nicht mehr im Text. Also es gibt manche, die tragen auch einen Inhalt mit, auch wenn es in der Überschrift vielleicht etwas anders steht. Denn beschlossen wird vor allen Dingen der Text und die Aufforderung an die Verwaltung, dies oder das zu tun oder dies oder das zu lassen. Und das, was wir wollen, was die Verwaltung tut, das ist, dass sie uns Daten verfügbar macht. Das stimmt, Herr Kaniewski, das mag sein, dass sie in der Kämmerei alle in gewisser Weise liegen, aber wir möchten sie halt gebündelt haben, wir möchten sie für alle Stadträte zur Verfügung gestellt haben und wir möchten das nicht als Fraktionsantrag laufen lassen, sondern wir möchten, dass sich der, oder als Fraktionsanfragen von einzelnen Stadträten laufen lassen, sondern wir möchten, dass sich der Stadtrat hinstellt und dass er auch sagt, wir wollen alle diese Informationen gebündelt, weil es die Grundlage ist, um die Haushaltsverhandlungen
selbstständig, aufrecht und aufgeklärt durchzuführen. Dafür ist dieser Ergänzungsantrag gedacht. So liegt er vor, und dieser Beschluss des Stadtrates, sofern er denn gefällt wird, hat ein ganz anderes Gewicht als Anfragen einzelner Stadträte bezüglich der Kosten von diesem Projekt, bezüglich der Kosten von jedem Projekt, weil es eine Bündelung all dessen ist und eine Arbeitsgrundlage für uns alle. Und ganz zum Schluss, weil es geht ja wirklich um den Haushalt, um die Arbeitsgrundlage, möchte ich unseren Finanzbürgermeister vom heutigen Tage nochmal zitieren. Unser Blick muss sich nun umso stärker auf die Zukunft und den anstehenden Doppelhaushalt 2021-2022 richten, dessen Aufstellung angesichts der anhaltenden Effekte nicht minder herausfordernd sein wird, mahnt der Finanzbürgermeister. So kann ich ihn aus der Sächsischen Zeitung von morgen sicherlich zitieren. Wenn Sie wissen wollen, wie viel Mittel wir zur Verfügung haben, dann stimmen Sie unserem Ergänzungsantrag zu. Wenn Sie Bauchschmerzen haben, weil er von den Freien Wählern ist, und Sie eigentlich sagen, mein Gott, ich darf aber nie, weil Fraktionsbeschluss steht dagegen, dann gehen Sie halt in der Zwischenzeit auf Toilette. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, damit steigen wir dann noch ein in die Abstimmung. Nur zur Klarstellung nochmal, wir reden von ca. 1.100 Arbeitsplätzen für ca. 1.350 Mitarbeitern. Das ist das, was zur Disposition beim Verwaltungszentrum dann in Auftrag gegeben ist. So, wir haben einen Ersetzungsantrag der Freien Wähler, den wir zunächst abzustimmen haben. Bekommt er keine Mehrheit, dann einen negativen federführenden Ausschussbericht. Und sollte es auch keine Mehrheit haben, dann natürlich den Originalantrag. Das ist jetzt die Abstimmungsreihenfolge. Wer dem Ersetzungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Gegenstimmen. Das ist die klare Mehrheit. Damit wäre der Ersetzungsantrag abgelehnt. Wir kommen damit zum federführenden Ausschussbericht. Der ist negativ. Also wer den federführenden Ausschussbericht annimmt, lehnt den Originalantrag ab. Also federführenden Ausschussbericht, Zustimmung. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. Vierundfünfzig Ja, 16 Nein, keine Enthaltung. Damit wäre der federführende Ausschussbericht angenommen und der Antrag abgelehnt. Wir setzen fort mit dem